Servus oder so, willkommen zurück bei The Journey in FIFA 18 Kapitel 2 mit Alex Hunter. Wir starten rein. Lasst unbedingt einen Daumen da auf dem Video und abonniert den Zweikanal. Es fehlen wirklich nicht mehr viele Abonnenten auf dem Weg zu 100.000. Und ich denke, heute ist das allererste Pflichtspiel dran. Der Start in die Premier League gegen Leicester City. Vorher haben wir hier noch irgendwelche Sachen, irgendwas mit Aussehen. Wir können noch irgendwie so ein anderes Tattoo hier machen. Ich glaube, das haben wir uns beim letzten Mal auch schon angeschaut. Dann drücke ich mal auf Weiter und dann soll es auch direkt losgehen. Wieder im Geschäft. Das war wirklich der Anfang von Kapitel 2 jetzt. Saison. Ein paar neue Gesichter. Gibt viel zu tun. In dieser Saison müssen wir noch härter kämpfen. Härter arbeiten. Jeder Punkt entscheidet in dieser Liga. Also geht aufs Feld und zeigt mir und dem Coach, wie bereit ihr seid. Kommt schon! Das war null Stimmung in der Kabine. Also ich spiele Bezirksliga und da ist deutlich mehr Stimmung in der Kabine, wenn das Spiel losgeht. Nicht, was da abgeht. Wir haben eine 74 und beginnen im Sturm gegen Leicester, die damals... Was war die meiste Saison von Leicester nochmal? Aber es müsste irgendwie so um den Dreh rum gewesen sein. Da ist er, Alex Hunter bei West Ham, seinem neuen Verein, für den er jetzt auch sein Pflichtspieldebüt direkt gibt. Also es ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Spiel für uns. Und es wird auch wieder spannend zu sehen sein, wie sich es von der Schwierigkeit hier entwickelt. In FIFA 17 war es ja immer nicht so perfekt. Vielleicht wird es hier ein Ticken besser. Aber wir bauen hier richtig Druck auf. Das muss man schon sagen. Den spiele ich steil. Das ist wunderbar. Der muss drin sein. Arnautovic. FIFA 18 ist richtig geil. Da hat man ja sogar Mitspieler, die nicht komplett dumme Sachen machen. Ich schicke Lanzini. Der legt den wunderbar rein. Arnautovic. Guter Abschluss. So muss das sein. Ah ja, den kriege ich. Den kriege ich. Und dann schieße ich rein. Alex Hunter. Was ein Tor. Ich war mir sicher, dass der abgeblockt wird. Ganz stark von Alex Hunter. Und die Glückskatze auf meinem Schoß hat geholfen. Lanzini, ja, zu mir. Nochmal zu Lanzini. Ist das schön. Kouyaté, 3-0. Leider habe ich mein Tor, aber meine Mitspieler machen einfach nicht nur dumme Dinge. Das ist krass. Schaut euch das an. Das ist richtig Fußball. Mit links schiebt er ihn unten links rein. Und Kouyaté ist kein Angreifer. Alex Hunter, vorbei am ersten. Alex Hunter, vorbei am zweiten. Alex Hunter, spielt ihn in die Mitte. Was ist das für eine traumhafte Vorlage? Unfassbar. Da nimmt er die komplette Abwehr von Leicester City mal eben auseinander und hat dann noch den Blick für den freien Mitspieler. Schaut euch das an, wie Schulkinder Leicester die aussehen. Ja, wir erobern hier immer den Ball. Alex Hunter, Alex Hunter. Kann jetzt noch ein Tor schießen. Alex Hunter schießt auch sein zweites Tor an diesem Tag. Er ist zu gut. FIFA 18 hat gleiche Grafik wie FIFA 23. Also so aus der Distanz ist es doch schon sehr ähnlich. Aber vom Nahen sieht man dann doch schon starke Unterschiede. Und wir haben alle Ziele erreicht. Wir haben sogar 24 Pässe gespielt. Ich glaube, ich habe in FIFA 17 in keinem einzigen Spiel 24 Pässe gespielt. Spielbelohnung. 92 Minuten, 2 Tore, 1 Torvorlage. Also das war überragend. Und von der Gesamtstärke bleiben wir auf nur 74. Das ist sehr, sehr schade. Aber das war krass. Und hier müssen wir jetzt kein Interview geben. Also in FIFA 17 hätten wir ganz safe ein Interview geben müssen. Und es war Schwierigkeit. Profi. Warum haben wir denn Profi gespielt gerade? Ich glaube, ich wollte das ausprobieren. Kann das sein, dass ich das im letzten Testspiel ausprobieren wollte. Wir gehen auf alle Fälle hoch auf Weltklasse, weil das war gerade, es hat zwar extrem Spaß gemacht, aber es war definitiv auch ein bisschen zu einfach so. Wenn wir jetzt jedes Spiel 5-0 gewinnen, das ist, glaube ich, nicht so nice. Und wieder irgendwelche neuen Tattoos haben wir freigeschalten. Ich weiß nicht, ob wir uns die irgendwann mal holen. Und irgendwelche Schuhe. Bist du immer noch dran? Meine Deadline ist morgen. Wenn du erstmal gegessen hast, geht alles viel schneller, glaub mir. Michael. Ich habe Neuigkeiten für dich. Jim, Catherine? Michael, es gibt Frühstück. Nimm dir einen Kaffee. Na, da sag ich nicht nein. Was ist denn los? Es sieht so aus, als ob bei der Tour einige auf dich aufmerksam geworden sind, Alex. Was mich nicht überrascht, so wie du deine Spiele dominierst. Wer? Also, ich hatte ein paar sehr interessante Gespräche mit Vertretern europäischer Top-Clubs. Bayern, PSG, Atletico. Und ich hatte gerade ein nettes Telefonat mit jemandem von, Trommelwirbel bitte. Los Blancos. Du spinnst. Real Madrid? Real Madrid. Du hast in den USA wohl etwas auf dich aufmerksam gemacht. Ist zwar alles noch im Anfangsstadium, aber Real will ich noch vor der Transfer-Deadline verpflichten. Das ist riesig. Besser geht's nicht, Alex. Megastars, Megaspiele,
mega Verträge. Im Ernst jetzt? Also, du weißt doch, wer meine Jugendidole waren, Michael. Raul, Roberto Carlos und Zidane. Komm schon. Laut Agent ist fast alles in trockenen Tüchern. Ist eine Ehre, klar. Aber du bist gerade mal 18, Alex. Das ist ein Traumtransfer, klar. Aber der Druck wäre enorm. Du kennst doch in Madrid überhaupt niemanden. Und die Startelf, die wirst du erst mal vergessen können, Alex. Du bekommst in deiner Karriere noch viele Chancen. Im Moment ist das zu riskant. Und deine Fans? Vergessen das sicher nicht. Nicht so eine Nummer. Das weiß ich doch. Aber das ist vielleicht meine einzige Chance. Denk immer an Dad. Hey! Sag sowas bitte nie wieder. Du bist nicht Harold. Natürlich ist das überwältigend. Aber wir müssen schnell handeln, sonst laufen wir Gefahr, dass sie ihre Meinung ändern. Also gut. Wenn Michael zustimmt und es genau das ist, was du willst, dann... Was sagt dein Herz dazu? Also, davon habe ich schon als kleines Kind geträumt, Mom. Wie könnte ich da Nein sagen? Okay, wir werden ein paar Tage für die Details brauchen, aber bis dahin solltest du in den ersten Saisonspielen noch eine Schippe drauflegen, alles klar? Dann steigt die Ablöse vielleicht noch weiter. Real Madrid! Jetzt war der Opa aber auch richtig happy hinten raus. Aber, also ich fühle es nicht so richtig. Wir haben jetzt eine halbe Saison Premier League im Prinzip gespielt. Wir haben eine halbe Saison zweite englische Liga gespielt, Championship, dann eine halbe Saison Premier League und jetzt hören wir schon zu Real Madrid wechseln? Weiß ich jetzt nicht so recht. Es gibt auch irgendwelche Gerüchte in die Richtung anscheinend. Ah, hier. Wow, Alexander, hältst du dich wohl für den nächsten CR7, hm? Die Real Madrid-Gerüchte um Alexander wollen einfach nicht verstummen. Was steckt dahinter? Sollen wir uns jetzt schon eine andere Frisur einstellen? Ich meine, es wird sogar ein bisschen passen jetzt, weil er vielleicht so ein bisschen abhebt gerade. Alex Hunter ist so ein bisschen am Abheben und deshalb besorgt er sich jetzt eine neue Frisur. Und wir haben ja da eh keine so große Auswahl. Wir können nur entweder das hier machen oder das hier machen. Wir nehmen mal das hier, den High Top Fade. Es ist mal Zeit für was Neues. Und dann müssen wir erstmal trainieren. Hindernisparcours und Dribbling mit Präzision. Was ich wahrscheinlich auch simulieren könnte. Aber wir werden es jetzt spielen. Wir werden das Training beginnen. Ja, das war sehr, sehr entspannt. Damit bleiben wir auch ganz sicher in der Startelf jetzt mit Doppel-A. Bei Slaven Bilic, unserem Trainer. Schon wieder was Neues. Okay, nehmen wir an, Real Madrid macht vor der Transfer-Deadline am 31. August ein Angebot. Alex, bist du sicher, dass du das willst? Wenn du hier bleibst, werden wir dich weiter trainieren und in ein paar Jahren... Aber in der Premier League ist momentan niemand begehrter als Alex. Sollte es dir um deinen Vertrag gehen, Michael und ich haben vereinbart... Es geht nicht nur um das Geld. Warten wir ab, wie es sich entwickelt. Aber solltest du wirklich wechseln wollen, Alex, musst du eine Transferanfrage einreichen. Warum muss ich das machen? Wenn das so ist, dann machen wir das halt. Warum? Ich verstehe. Also, ich habe ja auch gerade selbst warum gefragt, von daher. Warum? Weil du den Verein verlassen willst. Als ob West Ham nicht die 150 Millionen nimmt, die Real Madrid für Alexander zahlt. Also es werden mit Sicherheit nicht so viel sein hier im Spiel, aber so rein theoretisch könnte das schon so in die Richtung gehen. Das Copa 17 plus 1 Dust Storm hätten wir jetzt. Aber die weißen Schuhe passen auch einfach viel zu perfekt dazu dem West Ham Trikot. Jetzt spielen wir gegen Tottenham auswärts. Auf Weltklasse, jetzt höhere Schwierigkeit. Ist das die nächste Lüge? Und? Warum, Toro, wirst du mich vermissen? Ich hätte es dir schon noch gesagt. Bisher steht noch nichts fest. Noch steht das nicht fest? Nein. Nein. Aber du hast schon um einen Transfer gebeten. Die müssen doch auch verstehen, dass es Real Madrid ist. Okay, Startelf in den Tunnel. Ersatzspieler auf die Bank. Komm schon. Im Netz gibt's nur ein Thema. Die Fans wissen es. Ey. Glückwunsch, mon ami. Komm jetzt. Ja,
Ja, von Bernard war das jetzt mal die richtige Ansage. Einfach Glückwunsch. Weil genau das ist es ja. Es ist mit 18 Jahren ein Real Madrid-Angebot zu bekommen schon was richtig Krasses. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auf Weltklasse genauso viel Spaß haben wie auf Profi gerade. Aber muss eigentlich so sein, weil die Mitspieler halt einfach sinnvolle Dinge teilweise machen. Jetzt Lanzini vielleicht. Mit dem kann man immer was machen. Lanzini mit dem Traumpass. Jetzt die Flanke vielleicht. Aber noch nicht auf... Doch, Lanzini kommt dahin. Beinahe das Tor. Aber wir haben natürlich auch einen guten Gegner. Tottenham hat gute Defensivspieler und die stehen auch jetzt souverän. Boah, das war damals noch der krasse Dele Alli. Harry Kane. Adrian pariert den ersten Schuss von Harry Kane und der von Dele Alli geht vorbei. Jetzt vielleicht mal. Komm, Konter. Ayu, schickt mich auf die Reise. Alex Hunter schießt einfach mal drauf und der ist drin. Was ein Tor. Der Konter. So läuft es nämlich. Sehr stark, die neue Frisur. Und da merkt man, Real Madrid ist nicht umsonst hinter diesem Jungen her. 18 Jahre alt. Aber gegen Tottenham trifft er. Schön in den Winkel das Ding geschraubt. Hohoho. Komplett weggetackelt eben Kudu. Rautovic. Jawoll. Runtergespielt. 1-0 gewonnen. Ein ganz, ganz wichtiger und besonderer Sieg, weil auswärts bei Tottenham mit West Ham zu gewinnen, ist eigentlich immer eine gute Leistung. Ich finde es blöd, dass man hier die Szenen nach dem Spiel nicht überspringen kann. Man muss die sich immer anschauen. Wir sind dieses Mal ziemlich cool unterwegs bis jetzt in der Story. Beim letzten Mal waren wir schon einen Tick mehr hitzköpfig. Oh, und wir haben einen Skillpunkt. Weil wir auf eine 75 hoch sind. Wir könnten uns jetzt faire Zweikämpfe holen. Das würde ich aber nur machen, weil wir dann hier halt wieder so ein paar mehr Möglichkeiten bekommen. Und was haben wir hier? Publikumsliebling. Wenn du konstant gute Leistung zeigst, singen die Fans deinen Namen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich gehe jetzt hier auf die fairen Zweikämpfe. Auch wenn die eigentlich jetzt uns nicht direkt was bringen. Morgen, mein Junge. Gut geschlafen? Danke. Danke, dass ihr gestern noch vorbeigekommen seid. Ich brauchte einfach jemanden. Schon okay. Wir sind immer für dich da. Ja? Hast du es schon gesehen? Was gesehen? Rekorde machen interessante Fotos die Runde, auf denen Alex Hunter in einem Real Madrid-Trikot zu sehen ist. Das untermauert... Oh, das stimmt doch gar nicht. Mach dir keine Sorgen, sowas ist normal. Bei einem Transfer muss man mit sowas rechnen. Normal? Sieht aus, als würde alles außer Kontrolle geraten. Immer noch kein Angebot? Die großen Clubs warten bis zum letzten Moment. Ich treffe mich heute mit dem Agenten. Morgen früh ist alles durch. Hab einfach ein bisschen Geduld, ja? Ja, hoffentlich denkst du daran, was das Beste für Alex ist. Komm schon, Opa. Nicht schon wieder, ja? Wann hat Michael uns jemals enttäuscht? Also meine Vermutung, der Transfer wird nicht klappen, der wird nicht über die Bühne gehen und der Opa hatte schon mal was Ähnliches mit ihm. Irgendwas in die Richtung ist bei Opa auch schon mal passiert, dass der irgendwo hinwechseln wollte und dann ist der Wechsel nicht geklappt. Oh, da gibt es aber echt ein Mom-Tattoo und ein Adler fürs Abheben. Aber am Hals fühle ich jetzt nicht so als erstes Tattoo. Wir wollen nicht gleich komplett übertreiben. Wir machen es mal auf den Arm, aber da gibt es jetzt nicht so passende. Da gibt es jetzt einen Oktopus. Wow. Gibt's am rechten Arm andere? Ah, weiß ich jetzt nicht. Also die mit Bedeutung, die sind ja alle irgendwo anders. So ein Adler ist schon ganz cool, aber ich will jetzt nicht direkt was auf den Nacken drauf klatschen. Ja, finde ich, sieht eigentlich jetzt nicht so kacke aus. Kann man machen. Das ist das erste Tattoo für Alex Hunter. Es werden noch ein paar mehr kommen. Höchstwahrscheinlich. Wir müssen das Feature ja ausnutzen. Aber wir bleiben bei den weißen Schuhen. Solange es mit denen läuft, werden wir die nicht wechseln. Wir haben es jetzt in jedem Spiel in der Premier League getroffen. Jetzt müssen wir wieder trainieren. Oh, es war so klar. Aber es ist trotzdem eine A. Die Frage ist, spielen wir jetzt einfach gegen Man City oder kommt noch irgendwas wegen dem Real Madrid-Wechsel? Irgendwas kommt noch. Hat Arnautovic gerade den Kopf geschüttelt? Schnapp dir ein Leibchen, Junge. Ich sitze auf der Bank? Der Trainer meint, der ganze Transferkram lenkt dich einfach zu sehr ab. Und ich sehe das eigentlich auch so. Mich lenkt überhaupt nichts ab. Echt nicht. Weißt du, ich würde dich ja gerne halten. Also meine zwei letzten Spiele waren überragend und mein letztes Training war überragend. Ich verstehe nicht, wo mich das jetzt irgendwie ablenken soll. Aber gut, alle Augen sind auf Mr. Alex Hunter gerichtet. Meine auch. Du musst einfach nur dranbleiben. Wechselbad der Gefühle heute. Mein Team hat gewonnen, aber angeblich fehlt West Ham einen Top-Mann. Bitte bleib, Alex Hunter. Mal schauen. Okay, die Fans sind nicht so happy.
müssen doch verstehen, dass ich zu Real Madrid wechseln kann. Und warum bin ich schon beim Warmmachen? Beim Anstoß. Gegentor. Wer ist das? Ist das Stones oder wer hat das Tor gerade geschossen? Ist das wirklich Stones? Aguero! Jesus! Läuft ja nicht so ohne Alexander. Jetzt vielleicht. Nee, das wird safe das dritte Gegentor. Ja, selber schuld, Trainer. Wenn du mich nicht aufstellst. Darf ich jetzt rein? Okay, Hunter, es geht los. Jetzt kannst du sie überzeugen. Ich brauche die nicht. So verabschiede ich mich hier nicht. Noch ist das mein Verein. Ich bin hier noch nicht fertig. So gehört sich das. So, für wen kommen wir rein? Sieht man gar nicht. 3-0 den Boss, startet das Comeback, hol dir den Ausgleich. Hä? Liegen wir nicht 3-0 hinten? Wie sollen wir da noch den Ausgleich schaffen? Chicharito geht raus für mich. Wir haben eine rote Karte? Wir liegen 3-0 hinten und haben eine rote Karte und der Trainer sagt, ja, jetzt ziehen wir den Ausgleich. Ich bin 18. Trainer, hallo? Klar, Real Madrid macht ein Angebot für mich, aber das heißt auch nicht, dass ich alles schaffen kann. Wer ist in der Saison 17, 18? Premier League Schiri! Premier League Meister geworden, Vincent Kompany haut mich im 16er um. Das war doch klar innerhalb, oder? Jetzt sag mich, dass es außerhalb war. Das war sowas von innerhalb. Hä? Das war innerhalb! Wieso gibt's jetzt Freistoß und Gelb? Hä? Also das Foul ist doch eindeutig, also mal mindestens auf der 16er Linie. Mal mindestens auf der 16er Linie. Hä, das ist so ein klarer Elfmeter. Wie kann das einen Freistoß geben? Und dann bitte Freistoß und Rot. Und er wird den niemals reinschießen jetzt. Niemals. Ja, er schießt ihn einfach stockvoll in die Mauer. Jetzt vielleicht mal, jawohl. Weiß nicht, was der Verteidiger da macht, aber gut. Jawohl, da ist das Tor. 3-1, ich hätte gerne den Ball aus dem Netz geholt. Er will irgendwie automatisch zur Kamera auslaufen. Was hat er gesagt? Ich hab's nicht ganz verstanden. Also, hat er gesagt, ich spiele nur Fußball? Fernandinho, die haben so viel Platz. Die haben zu viel Platz. Das Tor von Gabriel Jesus ist die Entscheidung. Ich glaube, einmal in einem Spiel FIFA 17, in der Cherry davor, war der übel nervig gegen mich. Aber als Mitspieler weiß ich jetzt nicht. Und Alexander ballt die Faust in den Himmel. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber... Wir haben eigentlich wieder alles erreicht, was der Trainer von uns will. Okay, wir haben nicht den Ausgleich erreicht, aber finde ich auch ein bisschen unfair, das mir als Ziel zu setzen, weil ich habe da leider nicht so viel Einfluss drauf. Vor allem, wenn der Schiri mir keinen Elfmeter gibt für ein klares Foul im Strafraum. Alex, eine Niederlage heute und auch kein leichtes Spiel. Nach Ihrem Transferwunsch haben die Fans eindeutig reagiert. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie den Platz betraten? Persönlichkeit. Ex-Persönlichkeit beeinflusst sein Verhältnis zu den Fans und zum Trainer. Das kennen wir ja alles schon. Muss ich, glaube ich, jetzt nicht nochmal vorlesen. Ich wollte den Fans zeigen, was ihnen künftig entgehen wird. Ich wollte den Fans zeigen, wie viel dieser Club bedeutet. Ich wollte die Buhrufe ausblenden und das Spiel noch drehen. Also, ehrlich gesagt, der Club bedeutet mir jetzt nicht so viel. Ich war jetzt auch noch nicht lang hier. Ich habe davor bei Sunderland gespielt. Ich wollte uns zurück ins Spiel bringen und die Fans ignorieren. Solange ich im Team bin, gebe ich auch 100%. Und zwar in jedem Spiel. War das Ihr letztes Spiel für diesen Club? Das ist eine schwere Frage. Das kann nur der Club beantworten. Ich konzentriere mich aufs Spiel. Und wenn ich spiele, will ich auch für das Team gewinnen. Danke fürs Gespräch, Alex. Klar.
Ich dachte schon, dass ich antworten muss. Ich hätte keine Ahnung, was ich da geantwortet hätte, weil ich kann es noch nicht einschätzen, wie wahrscheinlich das jetzt ist, dass wir wechseln. Also ich kann es mir nicht vorstellen, jetzt so, dass es zur Story jetzt passt, wenn wir wechseln würden. Was können wir uns holen? Abseitsfall über Listen, verbessert das Timing deiner Läufe für meine Abseitsstellung, wenn du am letzten Verteidiger lauerst. Bringt mir das was? Das bringt mir doch gar nichts. Ich selbst entscheide doch, wann ich loslaufe und wann ich nicht loslaufe. Und Stärke können wir uns holen. Oder halt Beschleunigung. Ich glaube, wir heben uns die Skillpunkte auf und holen uns als nächstes dann die Beschleunigung. Und dann können wir hier unten irgendwann auf Kopfballgenauigkeit, Schusskraft und lange Schüsse gehen. Schon wieder neue Anpassungssachen. Also da kommen immer so viele Sachen dazu. Irgendein T-Shirt können wir uns anziehen. Und es gibt wahrscheinlich auch schon wieder neue Schuhe. Genau. Aber wir haben schon wieder getroffen mit den Weißen. Ich sehe keinen Grund gerade, die zu verändern. Catherine Hunter hat dich in einem Post erwähnt. Mr. Alexander, das Wichtigste an einer Niederlage ist die Lektion, die man durch sie lernt. Ist auch irgendwie weird, wenn deine eigene Mutter dich auf Twitter erwähnt. Dinge, die so im Real Life nie passieren. Heutiger Plan, Freistoßgrundlagen und Volleys. Damit geht die Schusskraft auf 78, die Stärke auf 75. In 15 Stunden endet die Transferperiode. Und es ist immer noch nicht klar, ob Alexanders Sensationswechsel zu Real Madrid auch tatsächlich klappt. Okay, okay, ich komme ja. Der wahrhaftige Superagent Michael Taylor. Wo muss ich unterschreiben? Du musst sofort mitkommen. Warum? Was? Warte! Los! Schon, Fahrmensch! Alles dicht für uns. Okay, Mike. Du machst mir langsam Angst. Was ist bitte los? Wir wurden verarscht. Der Agent, mit dem ich Kontakt hatte, ist ein richtiger Gauner. Beweg dich! Nein. Du meinst, Real will mich nicht haben? Der Typ ist einer dieser Pseudo-Berater. Ein absoluter Fake. Einer von den Typen, die Scheinverträge zwischen Spielern und Clubs schließen. Real hatte zu keinem Zeitpunkt Kenntnis. Michael! Mach schon! Wo fahren wir überhaupt hin, Mann? Wir müssen deine Karriere retten. Bitte versteht, dass diese Geschichte dem Club enorm schadet. Wir mussten davon ausgehen, dass das Angebot echt ist. Das verstehe ich, aber dennoch hat Alex um einen Wechsel gebeten. Mein Herz schlägt immer noch, unverändert, für diesen Club. Schön für dich. Der Manager sieht das leider anders. Es tut mir sehr leid, aber seiner Meinung nach gehörst du nicht mehr zur ersten Mannschaft, Alex. Ab jetzt trainierst du mit dem Jugendteam. Was für ein Blödsinn, er hat den Club zum Erfolg geführt. Dennoch, die Entscheidung steht. Okay, keine Sorge, Alex. Wir haben noch andere Angebote und 12 Stunden, um uns zu entscheiden. Allerdings nur, solange der neue Verein nicht in der Premier League oder im Europacup spielt, sind wir für Gespräche offen. Ein Wechsel zu einem Rivalen ist ausgeschlossen. Sie wollen etwa ein Vermögen ausschlagen? Der Markt spielt gerade verrückt und wir werden uns nur auf Deals einlassen, die nur einem nützen, nämlich uns. Oh, ich finde die Story geil und es ist so richtig Drama drin. Ja. Tut mir leid, dass es so kurzfristig ist. Ich rufe zurück, ja? Gut. Okay. Wir haben bis Mitternacht. Wir finden schon was. Er hat nichts gefunden. Ich hab's versucht. Das war alles deine Idee. Du hast mir die ganze Zeit gesagt, das wird klappen. Er hat so authentisch geklungen. Deinetwegen ist meine Karriere jetzt zu Ende. Und die Nationalmannschaft kann ich jetzt auch vergessen. Ich hab einen Fehler gemacht. Weißt du, ich meine... Weißt du, vielleicht wollte ich es einfach zu sehr... Bitte was? Sei mal ehrlich, Alex. Wie viele Superstars vertrete ich gerade? Hm? Früher hat ständig das Telefon geklingelt. Die Stars wollten alle bei mir unter Vertrag stehen. Aber jetzt? Jetzt nimmt keiner das Telefon ab. Ich krieg einfach nichts mehr. Als das mit Gareth schief ging, war alles fast verloren und ich musste was tun. Ich muss zurück. Du meinst das ernst, ja?
Ich habe alles für dich getan. Und du hast meine Karriere riskiert, nur um wieder wichtig zu sein. Das stimmt nicht, Alex. Was stimmt dann, hä? Glaub mir bitte. Ich wollte für dich das Beste. Tut mir leid. Das war's. Sorry hilft mir nicht bei der Vereinssuche. Boah. Also ehrlich gesagt war's das für mich. Alex trennt sich endgültig, Michael bleibt Alex Agent. Ich trenne mich von dem. Das war's. Komm schon, Alex. Lass uns darüber reden. Ich finde eine Lösung. Raus. Was auch immer passieren wird. Es war mir eine Ehre, dein Agent zu sein. Also aus meiner Sicht ist es die richtige Entscheidung, sich in dem Moment dann vom Berater zu trennen, wenn sowas passiert ist. Perfektes Timing. Dad, das ist kein guter Zeitpunkt. Suchst du noch einen neuen Fußballclub? Ja. Und einen neuen Agent. Ich habe Michael gefeuert. Tja, das war abzusehen. Ja. Jetzt ist es eh zu spät. Zu spät ist es nie, Alex. Dad, ich stecke gerade in der Klemme. Ich rufe dich morgen wieder zurück, okay? Morgen ist leider etwas zu spät. Gib mir nur 5 Minuten. Ich habe hier jemanden für dich. Wie geht es dir, Alex? Javier González. Und Sardes hier kennst du sicher noch. Du suchst also nach einem neuen Verein. Und wie der Zufall so will, haben wir momentan großes Verletzungspech. Also suchen wir einen neuen Stürmer, um noch in die MLS-Playoffs zu kommen. Stürmer. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das klingt nach einer perfekten Gelegenheit. Bei Interesse einigen wir uns, ist das bien? Aber ich brauche jetzt eine Antwort. Alex, das kann dir helfen. Du kannst ein MLS-Star werden. Ich weiß nicht, Dad. Das geht mir alles irgendwie viel zu schnell, weißt du? Es ist die Chance für einen Neubeginn, Alex. Und Alex, wie entscheidest du dich? Muss ich das jetzt entscheiden? Willst du trainieren oder willst du der Welt bei den LA Galaxy zeigen, was du so drauf hast? Oder muss ich nicht? Okay, das war das zweite Kapitel, oder was? Es gibt noch 1, 2, 3, 4 weitere. Wir haben alle Ziele erreicht und haben ein paar Belohnungen bekommen. Ja, was passiert jetzt? Gehen wir jetzt in die MLS oder nicht? Agent entlassen. Ich hätte ihn ja auch nicht entlassen können. Aber ich finde, es ist die richtige Entscheidung in dem Moment. Wenn er das so heftigst verkackt, dann muss ich ihn doch entlassen. Ich finde es übrigens auch krass, dass Real Madrid in der ganzen Zeit, die haben es ja auch mitbekommen. Warum sagen die denn dann nicht? Warum dementieren die denn das dann nicht? Und sagen so, ja nee, von uns kam nie ein Angebot. Das wird doch im Real Life ganz sicher passieren. Die würden es doch mitbekommen, dass da Alex Hunter mit ihnen in Verbindung gebracht wird. Und waren alle Angebote fake, die er hatte? Weil es waren ja ein Haufen Angebote. Es war ja nicht nur Real Madrid. Aber wahrscheinlich hat er die anderen Angebote dann alle abgelehnt, oder was? Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt in die MLS gehen.